Ja, hallo liebe Shisha-Freunde, BCG auf dem BCG-Sofa ist mal wieder zurück. Der Jay, der Kai, wie gewohnt. Genau, da sind wir wieder. Anlass ist folgender, und zwar haben wir die leicht veränderte neue Caesar MPS. Genau. MPS, nicht NPS. Ganz wichtig. Nicht, dass das irgendwie vertauscht wird. Genau. Ist uns zur Verfügung gestellt worden von Caesar. Vielen Dank dafür schon mal. Und das Ding stellen wir euch jetzt vor. Genau. Zu den Erneuerungen ist schon mal zu sagen, es ist kein Feingewinde mehr, hier direkt an der Bauer zur Base. Es ist jetzt ein Grobgewinde geworden, sehr schön verarbeitet, darauf gehen wir aber nachher nochmal genauer ein. Ihr seht das Ganze nochmal in der Nahaufnahme. Rauchsäulen haben neue Designs, es ist ein neuer Codeteil da drauf. Sehr geil und das erste Mal bei Caesar, es gibt jetzt auch Shiny Boats. Also wir haben jetzt keine Shiny Bow, aber es gibt welche. Permuts und Flipflop, alles was das Herz begehrt, sehr schöne Sachen bei. Es gibt auch neue Designs im Thema Base Rauchsäule, die so ein bisschen kupfermäßig aussehen. Sehr, sehr geil gemacht. Wir haben jetzt hier eine schlichte Pfeife bekommen in zwei Farben, so wie wir beide es eigentlich auch anbieten. Also ich finde die Pfeife sehr geil. Heißt in der Kombination, glaube ich, Black Snow. Black Snow, ja. Genau. Heißt das Ding? Das Ding soll kosten 86 Euro. Genau. In diesem Preis enthalten ist natürlich die Bowl, Rauchsäule, alles drum dran, also die komplette Pfeife. Genau. Der Tonkopf ist am Start. Ein Caesar 2-in-1 Kaminaufsatz. Schlauch. Genau. Und wir gehen mal vom Mundstück aus, obwohl es nicht in der Beschreibung mit drin steht. Aber genau. Wir gehen einfach mal von aus. Bei uns war es dabei. Schlauch ohne Mundstück wäre schon. Sehr schlossend. Was ich einen Hammerpreis finde für eine komplette Pfeife. Definitiv. 86 Euro für eine komplette Pfeife mit Kopf, mit Aufsatz. Hammer. Hammer. Also echt gut. Wir werden jetzt das Ding auseinanderschrauben. Wir zeigen euch nicht wie. Wir schrauben es auseinander, legen die Teile hin, zeigen sie euch und schrauben sie dann zusammen. Genau. Damit ihr so ein bisschen seht, wie die Gewinde sind und so. Und ja, und dann werden wir das Ding mal mit Wasser füllen und ein Köpfchen bauen und dann rauchen wir damit. Also sehen wir uns gleich wieder. So Leute, kommen wir zu den einzelnen Bestandteilen. Fangen wir mal ganz spontan unten an. Die Bowl. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Hier seht ihr, Grobgewinde. Ganz geil, es sind echt wirklich nur zwei Umdrehungen, seht ihr aber gleich. Hat hier unten eine Einkerbung für ein LED. Finde ich auch richtig nice. Dann haben wir den Teller. Finde ich ganz schick. Ist so ein bisschen orientalisch angehaucht. Finde ich echt nice. Passt gut zur Pfeife. Dann Tauchrohr. Echt saudick. Also mein kleiner Finger passt auf jeden Fall rein. Plop. Die Rauchsäule. Auch gut vom Durchmesser her. Haben wir die Base. Kleiner Dichtungsring drin. Wie gesagt, nur zwei Umdrehungen ist das Ding draufgeschraubt. Die Anschlüsse sind alle zwei geteilt. Wie bei diesem Teil hier. Wir haben es jetzt hier nicht auseinandergeschraubt, aber auch die Schlauchanschlüsse sind zwei geteilt. Cool. Schrauben wir schon mal zusammen. Haben wir es gleich direkt was einfacher. Also lässt sich echt gut zusammenschrauben, man hat keinen Haken oder so, echt gut. Dann für den Kopf und die Dichtung für den Kopf ist ebenfalls dabei, haben wir eben glaube ich nicht gesagt. Schrauben wir das Ganze zusammen. Quietscht jetzt ein bisschen, weil wir haben es nicht eingefettet, aber normalerweise wisst ihr ja, sollte man das tun, damit das Ding auch gängig bleibt. Hier ist es. Triffst du oder soll ich die paar Haare dran machen, Junge? Alles gut, passt. Einmal frei. Also ist echt nicht schwer anzusetzen, bis auch gerade aufs Tauchrohr, aber es lag wahrscheinlich an meiner Blödheit. Ihr seht, das geht echt gut. Einmal ansetzen, kurz gedreht.
lässt sich einwandfrei schrauben. Aber einfetten solltet ihr es auf jeden Fall. Teller rum, hopp. Seht ihr jetzt nicht so viel, ich weiß. Wirklich 2,5 Umdrehungen ist das Ding drauf und fest, echt gut verarbeitet, muss ich echt sagen, für den Preis Hammer. Ich würde sagen, jetzt sehen wir uns vielleicht beim Rauchen wieder und dann testen wir mal, wie das Ding smoked. Ja, bis gleich. Ja Leute, da sind wir wieder. Back again. Ihr habt gesehen, dass die Gewinde sehr ordentlich laufen bei der Pfeife. Jetzt haben wir das ganze Ding mal so 2 Minuten angeraucht. Was rauchen wir gerade? Start Now Sweet Apple, glaube ich. Neue Sorte. Sweet Apple Blizzard. Genau. Machen wir auch noch ein Video zu. Genau. Aber heute geht es um die Pfeife. Genau. Ja, ich ziehe nochmal. Durchzug ist echt Hammer. So viel Licht, ich glaube, die LED bringt gar nichts. Aber wir haben eine LED unten drin, ne, damit ihr, falls man das sieht, it passt. So ein kleines LED-Lämpchen. Ja, Durchzug ist echt geil. Also kann man überhaupt nicht meckern. Aber ihr habt auch gesehen, das Taucho ist echt so dick wie mein kleiner Finger. Könnt ihr den, der passt voll da rein. Echt guter Durchzug. Ich finde es, also ich muss ganz ehrlich sagen, für den Preis, ne? Leute, Hammer. Das ist. Für mich ist das die Einsteigerpfeife überhaupt. Ja, also Leute, wenn ihr noch keine Pfeife habt, keine eigene, und ihr wollt euch eine Einsteigerpfeife holen, die nicht zu teuer ist, ihr habt ja eine echt geile Pfeife mit genialem Durchzug, guter Verarbeitung für diesen Preis, 86 Euro, alles am Start. Der Kopf ist nicht dabei, das ist unser eigener, aber ihr habt gesehen, Tonkopf dabei, ein 2-in-1 Kaminaufsatz ist dabei von Caesar, Schlauch, Mundstück. 86 Euro könnt ihr null meckern. Und der Durchzug ist echt Hammer. Echt Hammer, echt, wie ihr seht. Richtig gut. Sehr, sehr guter Durchzug. Wir haben die Muffen übrigens mal gemessen, falls wir es eh nicht gesagt haben. Ich weiß es nicht. Ja, haben wir nicht gesagt. 7 mm. Das ist nicht sonderlich viel, es ist aber auch nicht zu wenig. Es ist, wie wir sagen, vom Durchzug her optimal. Also für eine Einsteigerpfeife kriegt sie von mir 2 Daumen hoch. Ausblasventil. Funktionieren alle. Super flüssig. Hammer, da klebt nichts, da pappt nichts. Das ist ein geiles Gerät. Ist jetzt ein bisschen leise das Ganze. Wir haben nämlich einen Diffusor dran gemacht. Genau. Ist keiner zum Draufschrauben, ihr könnt keinen Diffusor draufschrauben, müsst ihr euch so einen eigenen aus Silikon holen. Den haben wir dran gemacht. Weil es dann fürs Video auch so laut ist. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Einfach bam. Echt gut, also für 86 Euro. Hammerteil. Hammerpreis, super Kaufempfehlung von uns. Vielen Dank an Hoss. Aus Kiel von Caesar, genau. Für das Bereitstellen, für das Schicken von dem netten Paket. Genau, wir haben uns sehr gefreut, also Wahnsinn. Was da alles bei war, also genial. Wirklich. Ist quasi echt geil. Also muss ich echt sagen. In diesem Sinne verabschieden wir uns. Wie kurz gesagt, sind noch ein paar Reviews offen, Start Now, neue Sorten und so weiter und so fort. Was als nächstes kommt, wissen wir nicht so ganz genau, wir lassen es euch wissen. Checkt unsere Facebook-Seite, Link steht drunter. Und sonst lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wir schmücken das Ding jetzt zu Ende. Genau. See you later. Haut rein.